Wie wäre das, wenn man bei einem Lieferservice bestellt und überhaupt keine Ahnung hat, was man bekommt? Klingt irgendwie absurd, aber ich find's irgendwie cool und deswegen werden wir das heute mal machen, liebe Freunde. Also hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's sehr gut, denn das heutige Video wird sich mal wieder um Essen drehen und das ist schon sehr... Es ist überhaupt nicht lange her, selbst mein letztes Video war über Essen. Vergessen wir das? Aber ich muss heute nichts selber machen und das freut mich sehr, weil das ist meistens eher so ein kleines Desaster. Ich habe diese Challenge oder dieses Video, diese Idee, bei einer YouTuberin gesehen und ich fand es übelst geil. Sie hat nämlich einfach bei einem Lieferanten bestellt und gesagt, er soll ihr bringen, was er will. Und ich will auch, dass man mir was bringt, was man will und dann werde ich überrascht und dann schmeckt es mega oder es schmeckt nicht mega, aber ich hoffe, es schmeckt mega und wir werden das heute ausprobieren. Ich suche mir jetzt irgendein Restaurant raus, wo ich noch nie bestellt habe und bestell irgendwas. Dachte gerade so, ich habe noch nie französisch bestellt. Schnecken. Mm. Nee, keine Schnecken. Aber dann finde ich hier so einen Laden, der macht Tacos, Wraps und französisch. Aber das Einzige, was es gibt, ist Tacos. Ist der Verkäufer Franzose und sagt dann, es ist französisch, weil er es macht als Franzose? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß wie gesagt nicht, aber ich weiß nur, dass sie meinen, die sind Franzosen irgendwie. Das ist irgendwas Französisches, aber das ist... Aber ein Taco und ein Chili Cheese Nugget ist auch kein Franzose. Das ist komisch. Ich will wissen, was der Franzose macht. Das ist weird. Ich raff's nicht. Ja. Wenn ich jetzt Italiener bin und dann Döner verkaufe, bin ich dann... Also, dann bin ich doch kein Italiener. Dann bin ich ein... Dönerladen. Original French Tacos. Also sorry. Bei Google steht, dass der Laden dauerhaft geschlossen hat und wenn man hier diese Adresse eingibt, die bei Lieferando steht, dann kommt man zu Nordsee. Zu der Fischkette Nordsee. Es gibt keine Telefonnummer und es ist einfach ganz komisch. Okay, wenn man den Laden eingibt, dann ist der wirklich überall in Frankreich verteilt. Und in Deutschland, Luxemburg, in Aachen gibt's einen. Dann nennen die sich wirklich nur französisch, weil die in Frankreich Fame sind. Ich möchte jetzt aber da ein Taco haben. Ich ruf da jetzt an. Ich will jetzt wissen, was es mit diesem Restaurant auf sich hat. Das hat zwar eigentlich nichts mit diesem Video hier zu tun. Es ist zwar kein Lieferant, der dann entscheidet, aber ich möchte jetzt wissen, was es mit französischen Tacos, die angeblich nicht existieren und von Nordsee sind, auf sich hat. Du baust jetzt bitte einen eigenen Taco. Ja, mit der Größe zum Beispiel. Da gibt es drei Varianten. Wir nehmen zwei kleine. Was denn? Warum lachst du? Das wird so ein verrückter Taco, glaube ich. Ich klicke einfach direkt mal vegetarisch an. Ja. So, jetzt kommen wir zu den Soßen. Da hast du 5 zur Auswahl. Okay. Zahlen zwischen 1 bis 5. 2. Jetzt können wir Extras auswählen. Da hast du auch 5 verschiedene. 3. Nummer 3. Jetzt gibt es 2 Varianten und du musst 1 oder 2 sagen. 1. Was? Was denn? Ey, das wird katastrophal, habe ich das Gefühl. Es gibt 3 vegetarische Sorten dazu. 1, 2 oder 3. 1. Okay, dann sind wir fertig. Deiner ist eine richtig interessante Sache, muss man sagen. Vielleicht schmeckt es aber mega. Mhm. Okay, wir sehen uns wieder, wenn das Essen da ist. Falls es jemals ankommen wird. Falls es diesen Franzosen gibt. Liebe Leute, unsere Franzosen waren da. Der Laden existiert. Oh yes! Oh mein Gott! Sind das Chili Cheese Nuggets? Ich habe als extra Chili Cheese Nuggets ausgewählt. Oh mein Gott, geil. Ja, das hier ist. Das ist meiner? Das ist dein. Möchtest du es einfach probieren und ich sag dir dann, was es ist? Ja, ich glaube, ich mach das so. Es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So wie ein Taco sieht es ja wohl auch nicht aus, oder? Stimmt, das ist ja überhaupt gar kein Taco. Das ist ja eher ein Burrito, eher dann, ja, oder? Ich bin jetzt richtig aufgeregt, Leute. Das ist so cool. Ich liebe dieses Video. Ich weiß gar nicht, ob du sehen kannst, was das Verrücktes ist, was du da gewählt hast. Vielleicht könnt ihr irgendwas erkennen. Ich habe keinen Schimmer, was es sein soll. Das hier sieht aus wie Kartoffeln. Was ist das für eine Soße? Das ist Barbecue-Soße. Mmh. Wir lieben Barbecue-Soße. Love Barbecue-Soße. Also irgendwie ist es geil. Ist da Kartoffelrösti drin? Pommes. Und was ist das andere? Ist das Falafel? Ja. Es schmeckt voll lecker. Es schmeckt übelst weird. Ich würde niemals in meinem Leben Barbecue-Soße mit Falafel und Pommes mir bestellen. Und? Hey, irgendein Käse ist da drin, aber was ist das denn? Raclette-Käse. Was? Ich verstehe überhaupt 0%, was daran französisch ist, aber es ist lecker. Schmeckt gut, ne? Ich find's geil. Ich bin ein sehr harter Kritiker, was Chili Cheese Nuggets angeht. Also die von Burger King sind besser. Eigentlich sind sie gut. Die sind eine Mischung zwischen denen, die man im Supermarkt kauft und denen von Burger King. Hä? Voll der Erfolg. Ich mag den Franzosen. Guck mal, wie cool das aussieht. You need to test. Damn. Ist geil? Ziemlich geil. Also ganz ehrlich, ich habe so ein Restaurant irgendwie noch nie gesehen. Und ich dachte, es existiert nicht. Krass. Ich war voll asozial. Es tut mir leid. Das nächste Restaurant, was ich mir rausgesucht habe, soll ein arabisches, syrisches Restaurant sein, was auch Dumplings macht. Also irgendwie ein ganz weirder Mix. Aber ich finde es irgendwie spannend und die haben richtig viel Zeug. Deswegen rufe ich da jetzt an und hoffe, dass sie liefern. Hallo, ich würde gerne bei Ihnen was zum Liefern bestellen. Ist das möglich? Ja, Moment.
Können Sie mir einfach irgendwas, was Sie möchten, bringen? Also bis zu einem Bestellwert von 25 Euro? Einfach irgendwas? 25? Ja, genau. Gerne vegetarisch. Wir haben hier... Sagen Sie es, also Sie brauchen es mir nicht sagen. Machen Sie einfach irgendwas, überraschen Sie mich. Sie haben keine Idee, was haben wir hier? Nee, genau, Sie sollen einfach irgendwas machen. Ich kann entscheiden, aber alles vegetarisch. Ja, Sie können entscheiden, irgendwas, was vegetarisch ist. Und bis 25 Euro. Okay. Alles klar. Danke. Tschüss. Ich glaube, der hatte in seinem Leben noch nie so eine weirde Bestellung. Er hat wirklich gar nicht gecheckt, was ich wollte am Anfang. Verständlicherweise. Ich hoffe, das klappt überhaupt. Okay, ich bin echt gespannt, wann das ankommen wird und ob das ankommt. Ja, wir können jetzt erstmal wieder warten. In der Zwischenzeit, in der hier gewartet wird, möchte ich euch aber noch kurz etwas richtig Cooles erzählen. Und zwar durfte ich in dem Animationsfilm Sing, die Show deines Lebens, eine Synchronrolle übernehmen. Und zwar habe ich die Stimme von Nushi übernommen. Also sie ist wirklich richtig cool. Der Film kommt am 20. Januar, also ganz, ganz bald, in die Kinos. Und ich habe zusammen mit Luca Henny einen richtig coolen Clip zum Film gedreht, der auch eine Tanz-Challenge beinhaltet, wo ihr auf TikTok mitmachen könnt. Nur so als Nebenbei-Info. Aber... ich möchte euch den jetzt zeigen, denn der ist richtig nice geworden. Clip ab. Danke, danke. Vielen Dank, Leute. Echt. Wow, wow. Ihr seid ein super Publikum. Boah, das war echt mega. Darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Vielleicht hast du ja auch Hunger. Hey, du kannst richtig gut tanzen. Voll krass. Und ich brauche unbedingt deine Hilfe. Mit ein paar Tanzstunden würdest du mir das Leben retten. Aber woher weiß ich, dass du kein Spinner bist, hä? Vielleicht verarschst du mich nur. Was soll das? Ich wusste, du bist ein Spinner. Aber irgendwie mag ich dich. Hey, tanz mir einfach nach, okay? Und wie sieht's aus? Kannst du mir jetzt Tanzstunden geben? Bitte! Ich wusste, du bist ein Spinner. Ist es nicht mega cool? Also ihr geht auf Donnerstag ins Kino und wir springen jetzt mal zu dem Punkt, wo das Essen endlich da ist. Leute, ich bin aufgeregt! Unser Essen ist da und es ist eine riesige Menge, glaube ich. Bin so gespannt, was da jetzt drin ist. Wir haben hier einmal einen Salat. Keine Ahnung, was für ein Salat das sein soll. Ich glaube, so ein syrischer Salat. Das hier ist auf jeden Fall frittiertes Brot. Das kenne ich. Oh mein Gott, ich freue mich jetzt richtig. Das wird so gut. Ich schaue, was hier drin ist. Was ist das? Okay, das ist gerade richtig geil, weil ich keine Ahnung habe, was das überhaupt für Sachen sind. Das sieht aus wie ein Fladenbrot mit grünem irgendwas und Sesam. Und das ist die rote Variante davon. Und darunter haben wir noch mehr. Einmal das hier. Dann das gleiche mit Käse. Und dann haben wir hier noch ein zusammengeklapptes Teil. Das sieht mega cool aus alles. Ich habe ein bisschen Angst, dass da jetzt Weinblätter irgendwo drin sind. Ich weiß auch nicht genau, was das hier ist. Ich glaube, das ist Tomatenbulgur oder so. Aber es sieht geil aus und es riecht geil. Das ist, glaube ich, Baba Ganoush. Nein! Weinblätter! Wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, Weinblätter und ich sind keine Freunde. Auf Ehre werde ich eins probieren, aber ich werde es vielleicht wieder ausspucken müssen. Wir haben einmal Spinat. Was? Das Ding. Spinat. Ich denke mal, das ist es. Dann haben wir einmal, ich spreche safe falsch aus, Muhamra Kashk. Bitte was? Muhamra Kashk. Keine Ahnung. Ich sag das hier. Dann einmal Sata. Das? Ich habe wirklich gar keinen Plan. Kashkavan. Das ist doch nicht fair. Ich habe keine Muhammara. Ahnung. Einmal Käse. Jalanji. Tatush. Das ist das hier bestimmt. Oh, Leute. Ich habe gar keine Ahnung, was das alles ist. Falls ihr Bescheid wisst,
Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was was ist. Ich freue mich jetzt einfach nur, das zu probieren, weil es alles übelst nice aussieht. Geil. Ich liebe dieses Video. Lasst uns probieren. Willst du dazu kommen? Weiß nicht. Dann probiere ich alleine. Selber schuld. Ich probiere jetzt den Salat. Der sieht so gut aus. Das ist voll geil. Warum bestellen wir nicht öfter beim Syrer? Was auch immer dieser Salat ist, der schmeckt richtig gut. Und dieses Brot ist übelst nice. Also ich liebe dieses frittierte Brot sowieso von dieser Linsensuppe damals. Aber es schmeckt voll lecker. Ich bin begeistert. Ich probiere jetzt dieses Grüne hier. Mhm. Schmeckt nach Sesam. Ich weiß nicht, was das Grüne sein soll. Schmeckt nicht so intensiv, wie ich gedacht habe. Das ist auch lecker. Ich probiere das jetzt mit dem Zeug hier. Das ist safe, dieses Auberginen. Pastending. Es ist so lecker. Ich probiere das Rote. Ich bin voll schockiert. Alles schmeckt übelst lecker. Und eigentlich bin ich eine deutsche Kartoffel, die Angst vor ausländischen Gerichten hat. Wenn ihr wisst, was ich meine, mit so verschiedenen Gewürzen, die man so normalerweise nicht kennt. Also das hier ist alles nice. Ich probiere jetzt ein Weinblatt. Ich möchte nicht respektlos gegenüber diesem Essen sein, aber es riecht anders als die Weinblätter, die ich kenne. Oh. Hä? Das schmeckt nicht kacke. Also schmeckt auch nicht geil. Aber es schmeckt überhaupt nicht kacke. Es war irgendwie überraschend nicht so, dass ich es ausspucken muss. Also irgendwie war das alles ein vollkommener Erfolg. Ich esse jetzt hier weiter und ihr seht jetzt das nächste Rezept. Die nächste Bestellung. Wir nehmen das Essen jetzt übrigens mit, weil wir jetzt noch zu Matthias' Eltern fahren. Also hier wird nichts weggeschmissen. Das wird alles hier essen. Nur damit ihr hier Bescheid wisst. Meine süßen Mäuse, es ist der nächste Tag und ich sehe natürlich nur genauso aus wie gestern fürs Video, damit ihr nicht irgendwie verwirrt seid oder so. Ich würde natürlich niemals das gleiche zweimal direkt hintereinander anziehen. Wir machen direkt weiter. Ich habe ein neues Restaurant rausgesucht und zwar diesmal einen Asiaten, der voll die coolen Namen hat. Der heißt ein Gericht Almost Nude. Das sind Sommerrollen, weil die sind so nackt. Fand ich witzig. Guten Tag, könnte ich bei Ihnen was zum Liefern bestellen? Ja, klar. Alles klar, können Sie mir einfach irgendwas machen. Was möchten Sie haben? Können Sie das einfach aussuchen? Also einfach irgendwas, was 25 Euro kostet insgesamt. Ja. Warmes Essen gerne. Ohne Fleisch bitte. Okay, gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Okay, ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Das Essen ist da. Lol. Okay, was ist das? Ja, so richtig süße Stäbchen. Okay, das sieht richtig nice aus. Ich glaube, wir haben einmal Tofu-Curry. Oh mein Gott, das riecht so gut. Mit Reis. Und das zweite, was wir hier haben, das sind Udon-Nudeln mit Tofu. Aber es sieht unnormal nice aus. Zuerst teste ich jetzt das Curry. Mhm, das ist übelst lecker. Man könnte eigentlich meinen, jeder Mensch kriegt Curry hin, aber das ist voll geil. Der Fairness halber teste ich jetzt auch mal diesen Beilagensalat. Na, Salat. Jetzt kommen wir mal zu den Udon-Nudeln. Ich mag dieses Spiel. Dieses Spiel ist bis jetzt einfach durchweg positiv. Es gab noch nichts, was ich scheiße fand. Ich kann gar nicht aufhören, ich will die Kamera nicht ausschalten gehen. Okay, bis gleich. You need to try the noodles. Come here. Richtig lecker. Wir probieren jetzt das Curry. Oh, ist ein bisschen scharf. Ich habe jetzt noch richtig Bock auf Nachspeisen. Und da habe ich so einen Laden gefunden, der Back and Salad heißt. Die haben einfach 11 verschiedene Desserts. Und die sind halt auch so richtig unterschiedlich. Das ist mega cool. Und deswegen werde ich da jetzt bestellen. Ich hoffe, die liefern. Mal sehen. Hallo, kann ich bei Ihnen was zum Liefern bestellen? Also liefern nur über Lieferando. Ja. Aber abholen, das kann man auch telefonisch machen. Okay, alles klar. Dann melde ich mich nochmal. Ich müsste da jetzt hingehen und für dich das holen. Matthias müsste jetzt eigentlich gleich jeden Moment mit der Lieferung eintreffen. Er hat mir gerade gesagt, dass er angekommen ist. Hallo. Mega, danke. Die Desserts sind da. Und ich bin so gespannt, was das jetzt sein wird. Okay, what the heck is... Ich erkenne nicht mal, was das sein soll. Okay, das hier ist, glaube ich, Baklava. Wegen Wabbelpudding. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist Schokokuchen. Es ist ein riesiges Stück Schokokuchen. Und das andere sieht aus wie ein Brot. Oh, es riecht sehr stark nach Zimt. Ich mag keinen Zimt. Ich probiere einfach mal alles. Ich will jetzt erst rausfinden, was dieses weiße Glimmerzeug hier ist. Schmeckt wie Vanillepudding. Also entweder ist es irgendeine Soße für irgendwas hiervon. Ich würde am ehesten tippen für diese frittierten Würstchen. Oder das ist einfach irgendein Pudding. Aber ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, es sollten schon 5 Sachen bestellt werden. Nee, dann ist das ein einzelnes Ding. Aber was ist das? Hier steht, ich habe Jalebi, Baklava, ich weiß, was das ist, Karottenkuppelkuchen. Okay, es ist Karottenkuchen.
Schokocremetorte und Firni. Also das hier ist entweder Jalebi oder Firni. Firni ist ein süßes Gericht und eine Art Wet Pudding, das auf dem indischen Subkontinent beliebt ist und normalerweise durch Kochen von Milch, Zucker oder Jaggery und Reis hergestellt wird. Okay, es schmeckt auf jeden Fall sehr süß. Es ist cool, aber ich könnte es jetzt nicht aufessen, weil es ist echt verdammt süß. Das ist dann bestimmt Jalebi. Es handelt sich dabei um frittierte Weizenmehlkringel, die mit Zuckersirup getränkt werden. Cool. Oh mein Gott. Das schmeckt wie Churros in geiler. Probier es jetzt mit dem Pudding zusammen. Ich glaube, das soll man nicht tun, aber es ist mir egal. Oha, Firni mit Jalebi zusammen schmeckt richtig geil. Baklava ist eh geil. Das ist, glaube ich, einfach nur Pistazie, Blätterteig und Honig. Und noch ganz viele andere Sachen wahrscheinlich. Aber ich glaube, das sind so die Hauptbestandteile. I like. And now we come to the cake. Boah, der ist richtig weich. Oh mein Gott. Bis auf den sehr, sehr strengen Zimtgeschmack, den ich wahrnehme, ist der übelst nice. Der ist richtig weich und fluffig. Und die Karotte da drin ist irgendwie total cool. Und jetzt kommt der Schokokuchen. Oh Gott, der ist auch so weich. Ich will mich ja reinlegen. Komm mal her, du musst diesen Schokokuchen probieren. Oh ja. Oh ja. Also Leute, dieses Video war einfach zu 100% ein vollkommener Erfolg. Ich kann euch nicht sagen, was ich am geilsten fand. Ich glaube, ich habe jetzt einen neuen Lieblingsasiaten hier in Mainz. Aber ansonsten war das alles richtig cool. Und es macht auch übel Spaß. Ich glaube, ich mache das auch einfach irgendwann mal so, ohne ein Video zu drehen. Das ist so voll aufregend einfach. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Bock habt, dass ich öfters mal solche Videos mache, weil ich find's mega. Ich hoffe, ihr findet's auch mega. Oder auch mal so Essen zu bestellen, irgendwie von der ganzen Welt mäßig. Weil ich habe jetzt gerade so viele neue Sachen entdeckt, die ich in meinem Leben noch niemals gehört habe. Wie zum Beispiel Firni. Hier kommt jetzt noch zu meinen beiden letzten Videos. Vergesst nicht, ab Donnerstag, dem 20. Januar, könnt ihr ins Kino gehen zu Sing, die Show deines Lebens. Schreibt mir unbedingt, wenn ihr den Film geschaut habt. Ich würde mich übelst darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Abonniert auch den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Tschüss!